Ich bin Architekt in Frankfurt und habe schon immer den Gedanken gehegt, irgendwie gemeinschaftliche Wohnprojekte zu machen. Die Landschaft, in der man das machen kann, hat sich erst entwickelt. Das war eine Sache, dass man politisch irgendwie lange vorbereiten musste, bis es solche Möglichkeiten gab. Es sind eigentlich immer völlig normale Dinge irgendwie. Menschen haben ein Grundbedürfnis, das Wohnen heißt. Und es wird immer davon ausgegangen, dass das in einem Muster stattfindet. Wir wissen aber eigentlich, dass alle Menschen irgendwie so ein bisschen verschieden sind und dass es halt auch verschiedene Wohnformen gibt, die gar nicht oft ausprobiert werden. Und das ist hier jetzt auch eine Möglichkeit, Grundrisse zu entwickeln, die teils völlig gewöhnlich sein können, teils aber auch Versuche sein können, besonders zu sein. Ein besonderer Typ wäre halt, dass eben quasi drei Familien oder Splitter von Familien oder sich bildende Familien auch auf einer Etage Dinge miteinander teilen können, wie eine Küche und Bäder. Und dadurch gibt es halt einfach auch Synergieeffekte. Da tritt eine höhere Suffizienz ein, weil das eine Bad, irgendwie die eine Nasszelle, die teuer ist, nicht einfach doppelt oder dreifach gebaut werden muss. Und alle haben durch das Teilen in der Idee mehr. So dass man halt auch mit relativ vielen Leuten auf einer doch überschaubaren Fläche irgendwie gut leben kann.